Hallo und herzlich willkommen zurück, zu Minecraft. So, lass ich gerade mal schauen. Moment, Moment, Moment. Klitzekleiner Moment. Mein Mikro pegelt hart aus, warum auch immer. Das sollte nicht sein. Kleinen Moment. So. Sieht besser aus. Okay. Ja. Für den Fall der Fälle. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Mein Mikro hat gerade hart ausgepegelt. Also, dass der Anfang fehlt. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt ja beide Begrüßungen drin. Mir auch recht. So, gut. Weiter geht's. Oh, ist aber ganz komisch. Ah, okay. So, wir haben hier die Dinger platziert jetzt. Und sie funktionieren, sie leuchten. Jamila hat mir nochmal kurz geholfen, weil da gab es ein Problem. Ich kann es kurz erklären. Ich habe ja den Sensor, der jetzt hier liegt, den hatte ich ja hier irgendwie. Da, diese Erde war noch nicht hier. Den hatte ich da irgendwie platziert. Das Problem ist, der hat halt immer gedacht, es ist Nacht, weil der Baum halt so hardcore da drüber gewachsen ist. Den Baum wegmachen wäre halt jetzt auch keine Option gewesen. Deswegen hatten wir das erst so bis hier mit Erde. Das sah aber echt reichlich beknackt aus. Naja, das sah halt echt nicht gut aus. Jetzt haben wir den da hinten platziert. Da stört er jetzt nicht so. Hier läuft irgendwo der Redstone lang, da hinten mit zwei Verstärkern, die wir da. Ich kann es mal kurz zeigen. Für die Leute, die es interessiert. So. Genau. Ja, hier ist überall Redstone platziert, hier sind Verstärker noch platziert, da unten ist dann auch noch einer platziert. Und dann läuft die ganze Sache. Ja? So hatte ich mir das vorgestellt. Zack, zack. So, es wird dunkel. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das soll mir recht sein. Das bedeutet, meine Lampen dürfen ja gleich angehen. Meine Gehwegbeleuchtung. Ich hatte mir noch überlegt, was natürlich auch cool ausgesehen hätte, hätte ich diese Steine genommen. Ist da die? Hier und hier. Dann hätten wir so kleine Beleuchtung gehabt, direkt an den Stufen. Das wäre halt auch geil gewesen. Das Problem wäre nur gewesen, hier oben. Da hätte ich ein Problem gekriegt, weil ich muss das, den Redstone, den muss ich auf der Höhe von, also Kante von dem hier haben. Das heißt, ich hätte den Redstone hier oben haben müssen, auf einem Block hinten dran. Das heißt, hier wäre ein Loch gewesen. Hätte ich vielleicht mit einem Teppich noch lösen können, dass ein Teppich drüber liegt. Weiß nicht. Vielleicht baue ich es irgendwann mal um. Aktuell ist es so, aber auch okay. Komm, Sonne, geh unter, weil ich will das gerne zeigen. Ja? Ich würde jetzt gerne zeigen, dass diese Beleuchtung hier ist. Sonne, gib Gas. Für was bezahlen wir dich eigentlich? Da. Seht ihr das? Jetzt leuchtet's. Guck mal, sieht doch schön aus, oder? Kann man doch machen. Oder? Doch. Das sieht gut aus. Ich find's schön. Wir haben ja sogar mal was mit Redstone gemacht. Ich würde gerne mehr mit Redstone machen. Ich würde gerne mehr mit so Beleuchtungen, die mit irgendwelchen Tageslichtsensoren oder sowas. Oder Sachen, die sich öffnen und schließen zu Tages- und Nachtzeiten. Das würde ich ganz gerne machen. Da hätte ich Lust drauf. Da muss ich dann nochmal gucken. Da ist mir nochmal ein paar Sachen einfallen. So, was ich jetzt machen werde, ist erstmal mein Inventar ein bisschen leeren. Und zwar den Redstone, den brauche ich nicht mehr. Den Stein, den benötige ich auch nicht mehr. Wo hatte ich den mitgenommen? Den hatte ich hier mitgenommen. Ja, so halt nicht, ne? Genau. Dann haben wir hier noch das hässliche Zeug. So. Das packen wir wieder hier dazu. Genau. Was habe ich dann in Essen? Essen habe ich noch ein bisschen. Ich schaue gerade mal schnell.
Wenn nur irgendwas gebraten ist. Ah, habe ich auch noch. Guck mal. Mach mal gerade mal schnell voll den Stack. Das packe ich mir mal darunter. Was ich jetzt benötige, und dann werdet ihr auch gleich wissen, was ich jetzt vorhabe, ist dies hier. Ein Sattel hat den ganz einfachen Grund, dass ich jetzt weiß, wo eine Wüste ist. Ich selber habe diese nicht gefunden, mir wurden aber Koordinaten genannt. Und da mache ich mich jetzt einfach mal hin auf den Weg und dann, ja. Schauen wir doch einfach mal, was dort ist. So, vorher gehe ich aber schlafen, dass wir am Tage starten, nicht in der Nacht. Soll man ja nicht machen. Wer weiß, was sich da draußen rumtreibt. Böse Hühnerhexen vielleicht. Wobei, nee, wir sind jetzt gerade allein auf dem Server. So, hier war ein kleiner Schnitt. Ja, weiß nicht. Auf einmal hat meine Kopfhörer gerade dermaßen laut angefangen zu rauschen, dass ich jetzt gefühlt taub bin. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen lauter reden sollte, liegt es daran, dass ich gerade mein Gehör verloren habe. So. Weiß auch nicht, was heute schon wieder los ist. Irgendwie ist der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Dafür habe ich aber eben nochmal schnell in die Aufnahmen geguckt und ja, ihr habt jetzt zwei Begrüßungen drin, weil das harte Auspegeln von meinem Mikro, was mir angezeigt wird, eigentlich irgendwie nicht wirklich da war. Ja, gut. Damit müssen wir leben. So. Gut, ich habe die Koordinaten vor mir liegen und jetzt schauen wir doch gerade mal schnell. Ich müsste rein theoretisch minus 347. Das heißt, wenn ich so ein bisschen in die Richtung laufe, ist das schon mal gut. Das wäre bei X, bei Y ist erstmal wurscht, das interessiert sowieso keine Sau. Und beim anderen sind es 3000. 687. So. Das heißt in diese Richtung und in diese Richtung. Also ungefähr in diese Richtung. Das können wir dann immer mal wieder zwischendurch kontrollieren. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen. Logisch, ich vergesse ja immer was. Vielleicht können wir das gerade aber eben schnell beheben hier. Wenn ich Glück habe. Natürlich habe ich kein Glück. Warum auch? Glück haben ist nicht meine Stärke. Wie sieht's hier aus? Ist hier was drin? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Einfach nur Deko. Schwach. Ganz schwach. So. Ich sollte nämlich ein Boot mitnehmen, ne? Sonst kommen wir hier nicht so wirklich schnell voran. Lalalalalala. Boote, Boote, Boote. Wir haben ganz viele Boote. Ich nehme das mit. Das ist schön. So, und auf geht's. Jo, dann gehen wir jetzt auf Reise. Mal gucken, ob ich das diese Aufnahme, die wird jetzt nicht allzu lang, ob ich das diese Aufnahme noch schaffe. So, diese und vielleicht noch eine Folge danach würde ich noch aufnehmen. Und dann muss ich auch schon wieder weiter. Da muss ich schon wieder was machen. Wieder was anderes. Das ist, ein Graus. Der Tag hat einfach viel zu wenig Stunden gefühlt. So. Hierfür packe ich jetzt noch kein Boot aus, ne? Für die Leute, die jetzt sagen, ist der blöd, der ist jetzt ins Wasser gesprungen, hat auch ein Boot dabei. Ja, also für die 2 Meter brauche ich jetzt kein Boot auspacken. Da ist das Platzieren, Einsteigen, Rüberschippern, Abbauen bald länger oder genauso lang, wie wenn ich so rüberschwimme. So. Jetzt schauen wir mal. Wir latschen jetzt mal munter in diese Richtung. Ich kann das mal schnell kontrollieren. Hier wird es weniger, da wird es mehr, dann sollte es passen. So. Das sollte doch passen. Hallo Schildkröte. Dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, wir finden ein Kamel. Und wenn wir es dann noch irgendwie so getamed kriegen, ich weiß halt noch nicht genau wie. Ich hatte das mal gegoogelt, habe es aber schon wieder vergessen. Dann, ja. Plopp. Dann können wir es mit nach Hause nehmen. Und dann müssen wir den ganzen Spaß einfach noch einmal machen. Und dann haben wir schon 2 Kamele und dann können wir Kamele züchten. Glaube ich. Und bei Pandas, ja, da müssen wir nochmal gucken, wo das Bambusbiom ist.
Und da müsste ich eventuell auch Ding mitnehmen, ne? Wie heißt eine Leine? Es geht zwar wohl auch irgendwie, glaube ich, mit hier mit Booten, dass man die da reinsetzen kann und so, aber ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Nimm beim Vorsichtshalber mal beides mit. Ein Boot sowieso, weil wir sind ja dann eh unterwegs. Und dann werde ich auch noch, ja, einfach noch eine Leine mitnehmen. So, jetzt schippern wir erstmal weit, weit über den Ozean, wo nichts ist. Geht aber auf jeden Fall schneller als laufen. Links und rechts, nichts. Das könnte etwas sein. Kleines bisschen Erde. Hier ist auch nur eine kleine Insel, die auch gleich schon wieder weg ist. Da hinten ein klein bisschen Sand. Hier hat einer eine Markierung gesetzt. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, hier waren schon ein paar. Hm, da war ich auch schon mal. Da kommt man ins End. Da weiß ich jetzt auch mal, wo das ist. Das letzte Mal bin ich da relativ zügig hin. So, da haben wir sogar noch ein Netherportal. Das ist überall Netherportale. Hat sich hier mit überall Abkürzungen gebaut. So, pop. Einmal aussteigen. Einmal abbauen. Mitnehmen. Und weiter geht's. Ein Bett hätte ich mitnehmen sollen. Siehst du, ich habe wieder was vergessen. Ätzend. Vielleicht finde ich Schafe. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, bevor die erste Nacht einbricht. Die gleich da ist, wie es aussieht. Hallo Hühner. Ihr beschützt mich, wenn die Monster kommen, oder? Ihr macht das. Ich glaube an euch. Jetzt hab ich ein Bett vergessen, Idiot. Nein. Aber es gibt jetzt kein Zurück. Ich bin Abenteurer. Wir suchen. Kamele. So. Einmal hier hoch. Das war knapp. Ich hab mich schon im Loch gesehen. Ja, weit und breit kein Schaf. Ja, auch eine geile Gegend hier, ne? Schön bergig. Oder was heißt bergig? So hügelig. Gefällt mir. Ist ja wie die Gegend da, wo ich bauen möchte, ein bisschen, ne? Ah, jetzt hier natürlich weit und breit kein einziges Schaf. So zwei, drei Schafe wären nicht schlecht jetzt. Jo, jetzt haben wir die Nacht da. Schafe, hallo, Schafe. Da ist ein Baum. Ah, ich sehe da Chancen. Hallo Schaf. Danke Schaf. Hallo Schaf. Danke Schaf. Hallo Schaf. Danke Schaf. So, wir haben drei Wolle. Das ist der einzige Baum, der ist bestimmt heilig. Komm in die Hölle, wenn ich den jetzt fäll. Aber ist mir egal. Ich brauche ein Bett. So. Gut. Das Holz ist natürlich runtergefallen. Schön. So, zack. Dann wollen wir doch mal. Wie war denn das? So. Ich vergesse das immer. Ich vergesse eh alles. Ich bin sehr vergesslich. Aber auch nur im Spiel eigentlich. Bin echt nicht mal so. So. Fertig. Das nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Weiter geht's. Wow. Der epischen Musik. Wunderbar. Was ist das denn hier? Einfach nur ein Erdloch. Eine Höhle halt. So, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Das sollte weniger werden, das wird's. Und das sollte mehr werden, das wird's auch. Au. Das heißt immer noch, wenn ich in diese Richtung latsche, sollte es funktionieren, sollte ich vorankommen.
Kann ich da durchschippern? Wird schon wieder beschossen von hinten, ich hör's doch. Ja, anscheinend nicht so. Zumindest nicht so richtig. Dann baue ich mich doch hier einfach mal kurz hoch. Musik ist cool. Das Lied ist toll. Jetzt weiß ich, warum ich es ausgesucht habe. Ist richtig schöne Mucke hier. So, ja, komm, jetzt machen wir jetzt mal so. Pop, 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 pop. Das wird nicht so ganz reichen, würde ich sagen. Ja. Meine sehr aggressive Schaufel. Sie ist immer sehr engagiert. Oh mein Gott. Das war knapp. Damit rechnet man ja nicht. Hier muss ich echt aufpassen. Sehr, sehr viele Spalten und Krater. Das ist, das könnte gefährlich werden. Aber das ist eine richtige Premiere, ne? Das ist eine richtige Premiere, wenn ich eine Wüste finde. Ich glaube, wir waren in diesem Let's Play hier auf dem Server noch nie in einer Wüste. Ich glaube, ein Bambusbiom hatte ich mal kurzzeitig gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es während der Aufnahme war oder außerhalb einer Aufnahme. Da hatte ich mal ein Bambusbiom. Das hatte ich mal gefunden, wo ich auf der Suche nach Setzlingen war. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich habe auf jeden Fall mal eins gesehen. Aber eine Wüste, die hatte ich bisher noch nicht. So. Zack, weiter geht's. Kleiner. Falscher Knopf gedrückt, aber die Aufnahme läuft noch. So, kleiner Sicherheitscheck hier. Wir sind jetzt gleich auf X auf der Höhe, die ich haben sollte. Was war denn das, bitteschön? Sind wir eigentlich auf der Höhe? Das heißt, rein theoretisch... fehlt mir nur noch Z. Ich hoffe, ich habe mir das nicht falsch notiert. Wir schippern mal so ein bisschen in die Richtung. Da sollte dann eine Wüste kommen. Ich bin gespannt. Aktuell sehe ich außer Wasser noch nicht so viel. Und dann ist halt die Frage, finden wir auch gleich ein Kamel, ne? Das ist halt die nächste Frage. Da haben wir auf jeden Fall... So ein Unterwassertempel, ne? Ja nun, das ist aber ein Dschungel und kein, Gut, noch so ganz hundertprozentig bin ich nicht auf den Koordinaten.
Aber allzu weit dürfte es auch nicht mehr sein. Wir gehen mal an Land. Wir gehen mal an Land. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier eine Wüste finden. Also bis jetzt sieht es eher ein bisschen dschungelmäßig aus. Es könnte sein, dass da hinten gleich eine Wüste aufploppt. Schlecht wäre es nicht. Au. Das sieht mir noch nicht so wüstig aus. Jetzt hoffe ich, dass es auch eine richtige Wüste ist. Eine richtig gute. Große. So dass ich da auch was finden kann. Wenn es jetzt natürlich so ein kleines Stück Sand ist, dann. Was man als Wüste betitelt hat, dann ist schwierig. Dann ist es schwierig. Ich hoppel hier von einem Ding aufs andere hoch. Ah, komm. Was soll's? Hallo Hundis, was geht? Ich laufe hier noch einmal durch und dann gucke ich nochmal auf die Koordinaten. Das sieht nicht nach Wüste aus hier. Ich bin verwirrt. Das ist, ist aber auch geil hier, ne? Die Gegend, die ist auch geil, die Gegend. Ist das da oben? Ah, aus Wasser. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Also entweder war das ein fieser Streich, mir falsche Koordinaten zu geben, aber ich glaube, so fies ist Jamila nicht zu mir. Wobei, wenn ich mich da an die ein oder andere Hühneraktion erinnere, dann... möglich wär's. Sie hat nicht gelogen. Auch wenn sie die Anführerin der Hühner ist, sie hat nicht gelogen. Sie sprach die Wahrheit. Trotzdem geht der Krieg weiter. Ich kann das nicht dulden mit den Hühnern. So, vielen Dank, Jamila. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Wir haben Hasen. Wir haben viel Sand und ich sehe kein Kamel bis jetzt. Ja. Ich sag mal so, wenn die Wüste jetzt endet, kotze ich einen Strahl. Dann war es nicht direkt gelogen, aber ein schlechter Witz. Ernsthaft? Ja, nein, ja gut. Das ist halt, ja. Sprachlos. Das war halt einfach mal voll der Schuss in den Ofen. Oh Gott. Mann. Ja, nett gemeint, aber das war nix. Das war nix. Das ist halt, ja. Eine Wüste ist das halt nicht. Das ist ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand und trockene Erde vielleicht. Das ist aber auch alles. Das ist halt keine Wüste. Das ist ein Sandkasten.
Da finde ich halt kein, da werde ich halt keine Kamele finden. Oh Mann. Naja, wenn wir jetzt schon hier in der Ecke sind, dann gucke ich mal weiter. Vielleicht kommt ja doch eine Wüste. Sind wir denn überhaupt auf den Koordinaten? Nee. Das müsste ein bisschen weniger werden. Ja, doch, es kommt aber ungefähr hin. Ja, doch, das ist das, was sie meinte. Ich jetzt doch da vorne an die Spitze laufen, habe ich ungefähr, also müsste ich so exakt die Koordinaten haben, die ich bekommen habe. Ja. Das ist. Da hilft mir jetzt auch die fröhliche Musik nicht. Das ist frustrierend. Ja. Wow. Das war die kleinste Wüste der Welt. Boom. Ich bin fast gewillt, ein Schild aufzustellen. Dies ist keine Wüste und einfach weiterzuziehen. Ja, nun. Das ist jetzt nicht so krass hier. Gut. Was soll's? Jammern bringt nichts. Schippern wir weiter. Gucken wir mal, vielleicht kommt ja gleich noch was. Ne, da ist nichts. Ja, also wie gesagt, das ist, das war jetzt so mickrig. Das war so winzig. Das macht halt, ja. Ich brauche was zu futtern. Das war so mickrig, das war, nee, da gibt's keine Kamele, da gibt's nichts. Da ist, ja. Sand kann ich auch woanders abbauen. Gut. Aber sie hat ja recht. Es ist ja eine Wüste. Mehr oder weniger. Aber halt in Miniaturgröße. Das Ding ist halt, ich weiß halt auch nicht, wie selten Kamele sind, ne? Ich habe noch nie welche gesehen im Spiel. Guck mal, da ist noch ein Unterwassertempel. Hier sind voll viele. Ich habe es gerade noch gesehen im Augenwinkel, wie diese Laserstrahlen mich da anvisiert haben. Ihr fiesen Arschbacken. Entschuldigung. Mann. Sucht doch nur eine Wüste. Komm, aber sind das nicht so Bäume, die in der Wüstengegend immer kommen? Da die so schräg wachsende Akazie ist das, glaube ich, ne? Ist da eventuell eine Wüste da hinten dran? Auf der anderen Seite sieht es eher so ein bisschen nach Dschungel aus. Was mache ich denn hier? Bin ich bis offen oder? So. Gut, aber was hinter diesem Hügel ist, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao.